Ja, wir kommen schon mal im Boden. Auch die Position wirst du wahrscheinlich ganz einfach zu Hause auch einnehmen können. Brauchst du wahrscheinlich ein Handtuch oder eine Matte, einen Teppich, wo man ein bisschen Kniegelenk schon drauf sitzen kann und sich abstützen kann. Ansonsten machen wir da erstmal was für Bauch. Auch eine sehr schöne Übung. Nicht ganz so einfach bei der Umsetzung, sieht leichter aus, der hängt immer ab, aber im Detail liegt die Würze. Bei der Übung, ich zeige es erstmal ganz kurz von vorn, müsst ihr gucken, wir machen Liegestütz, allerdings relativ so brustbreit. Kommt runter, so in den Liegestütz, ne? So bleibt die Übung dann, Kopf ist dann so Kinn leicht zur Brust. So wäre die von vorn, von der Seite. Bleibt er so. Kommt in den Liegestütz, okay. Die Fußspitzen sind aufgestellt und jetzt machen wir den Delfin runter. Ja. Ich habe schon mal einen schwarzen Delfin gesehen, gibt es im Mittelmeer. Ansonsten versucht er jetzt, die Knie nur vom Boden 1 bis 2 cm abzuheben und halten. Und wenn ihr schafft, noch die Kraft habt, Hände und Fußspitzen in den Boden rein pressen, 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 pressen. Das Ganze machen wir dann 30 Sekunden und dann lösen. Kurz Luft holen und dann machen wir das Ganze nochmal. Ja? Also ganz einfach Liegestütz rundrücken, richtig Kind zur Brust und dann die Knie nur 1-2 cm abheben und halten. Und wir werden sehen, die Schwerkraft wird ihr Übriges tun. Das wird schon, ich sag mal, es wird ein Piepton kommen, als Punkt anstrengend sein. Die zweite Übung, die wir noch machen wollen, die tut auch sehr, sehr gut. Besonders weil ich euer Gesicht nicht sehen kann. Die ist auch sehr schön anstrengend. Ihr bleibt erstmal so hüftbreit. Ne? Die Hände könnt ihr so dann überkreuzen. Von der Seite. Von der Seite. Macht also die Fußspitzen lang, Hüfte quasi vorschieben, Po anspannen, Bauchnabel reinziehen, Kopf aufrichten und dann nur nach hinten weggehen. Nach hinten weggehen und dann halten. Halten. Und auch hier werden wir merken, wie es hier schön im Oberschenkel brennt. Wieder zurück und das Ganze dann nochmal. Ja. Auch wieder 30, 60 bis 120 Sekunden. Wenn ihr es wie gesagt unter einer Minute nur schafft, dann bitte 2 Durchgänge. Ansonsten reicht der 1 Durchgang. Ja. Und Zeit und Druck ist die Devise. Nichts ist mit Vollpower. Das ist schon genauso anstrengend. Kräftig die Oberschenkel insgemein, Mann. Und wenn ihr das geübt habt, dann seid ihr schon mal schlecht und aber auch mir genau sagen, ja, sieht leicht aus, ist aber wirklich sehr, sehr anstrengend. In dem Sinne, bleibt gesund und bis später. Ciao.